Gucken wir, ob das hinhaut. Oder ob da wirklich Stein bei rauskommt. Das ist mich ein bisschen komisch, weil ein Stein kommt man wesentlich einfacher anders an. Also hättest du hier ganz gerne Useless Ruby. Oh. Also eigentlich alle Useless Sachen 100 Mal. Und dann wechseln wir das mal durch zwischendurch. So. Ja. Dreimal Useless Gemstone Grinding. Das steht nicht Stein. Das sieht nur genauso aus wie Stein. Aber es ist Stein. WTF, wozu? Will ich eigentlich keine Ressourcen verballern? Mach das mal aus. Gib mir die Module wieder. So. Ja, verstehe ich echt nicht. Aber gut, ist in Ordnung. Forschung ist dabei. Rote Chips sehe ich nicht. Grüne Chips sehe ich nicht. Wir brauchen also sowohl mehr grüne als auch rote. Wobei, ich sehe immer noch kein Eisen. Es liegt immer noch... Was? Was ist hier los? Das sieht sehr doof aus. Das sieht viel besser aus. So. Du musst auch noch woanders hin. Und zwar... Ja, weg da. Besserer Drill? Da ist besserer Drill. So, du dahin. Go. Reicht es jetzt? Die hier hinten sind alle am Wuseln, ja. Ich könnte natürlich Geschwindigkeitsmodule reintun, aber das wollte ich eigentlich bei denen noch nicht. Was wir dann sehr schnell sehr viel Strom. Und eigentlich sollten die alle reichen, um unsere Bedürfnisse zu decken, wenn sie dann durchgehend befüllt sind. Gucken wir mal. Eisenplatten sehe ich momentan noch keinen im 100er Bereich, auch nicht im 50er Bereich unten. Also in der Übersicht unten rechts. Kommt ihr vielleicht nicht mehr hinterher? Doch, selbst ein stinknormales gelbes Ärmchen kommt daher. Oh, Angriff. 18 Türme schießen, sollte okay sein. Nicht testen. Das geht gut ab. Wie viel Strom verbrauchst du jetzt? 819 Kilowatt. Achtmal so viel. Und dafür bist du nur doppelt so schnell. Also zweieinhalb Mal so schnell. Was sagt unser Strom? Unser Strom sagt, ist okay. Ja, okay. Ich sehe immer noch kein Eisen. Ernsthaft? Ah, das ist abgefahren. Ziemlich abgefahren. Achso, jetzt brauchst du da unten aber definitiv den da. So. Die sind schon alle blau, die sind schon alle blau. Zack, 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 zack. So. Komm schon, gib mir Eisenplatten. Ja, das ist super schnell. Wieder ein Angriff oben links. Ja. Schaffen es gerade mal mit dem Abtransport hinterher zu kommen. Was sind genug Roboter da und trotzdem taucht es nicht auf. Also ja, alle Kisten, die jetzt gerne Eisen hätten, werden jetzt zuerst bestückt und deswegen taucht es noch nicht in der Übersicht da unten rechts auf. Stimmt, unten rechts und links. Er taucht da halt nicht auf. Aber trotzdem. Ich hab das gerade so doll geboostet.
noch mehr MK2-Schmelzöfen. Ja, bau nochmal 4 Stück davon. Und hoff dann das Beste. Weil bald ist hier kein Eisen mehr, wenn er so weitergeht. So, das sollten wir noch anders bauen. So, und du gehst mal da drauf. So. Naja, ist auch nicht gut. Doch, Splitter? Ja, wir bräuchten nur eigentlich noch einen schnelleren Splitter. Das müssten wir bei einer Maschine herstellen. Das ist nicht so gut. Mache ich jetzt aber mal, weil ich denke, an solchen Kleinigkeiten wird es am Ende mangeln. Ich brauche also Lubricant. Hier. Nimm bitte einen davon. Bob den da hin. Du hättest gerne blaues Splitter. Du hättest gerne da Lubricant. Flop, flop, flop. Flop, 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 flop. So. Dann nehme ich jetzt dich da rein. Dich da rein. Dich da rein. Und danach nehme ich alles wieder raus. So, weil der eine da sollte schon reichen. Also, hoch, 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 hoch. Da, da. Wusch. Ah, das ist schick. Ah, das ist sehr schick. Eisen? Ich sehe immer noch kein Eisen. Aber ich sehe grüne Chips langsam hocharbeiten. 120, 130, 140. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das heißt, wir könnten jetzt, sobald sie das einigermaßen eingependelt hat, die vierte Rotschiff-Fabrik aufbauen. Ja. Schon mal da oben eine blaue. Bau hier unten schon mal rote Kisten. Rein, raus. Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Und go. Achso, Module. 1, 2. 1, 2. Und dann schauen, ob sie jetzt zu viele Grüne auffressen oder nicht. Aber ich hoffe mal, das klappt einigermaßen. Sieht eigentlich mit Draht aus. Ich hier arbeite gar nicht mehr, ne? Nö. Ist ja proppevoll. Angriff im Nordosten. Sieben Türme schießen. Ja, Mauern werden gefressen. Wow, Tungstmauer. Ist schon alles vorbei, hm? Ja, hier. Da. So. Ich wollte eigentlich nur die Sachen hier abholen, bevor sie aus Versehen irgendwann doch mal zerstört werden. Mitnehmen. Mitnehmen. Du bist viel zu langsam. Ja, geht auf. Okay. Wie viel Tungsten ist noch drin? 1200. Ja, das könnte ich eigentlich alles gebrauchen. Tungstenmauer und so, ne? Notfallmauer, die ich im Westen ja auch schon angefangen habe zu bauen. Eigentlich müsste die dann hier so hin, die Notfallmauer. Zack. Ja. So. Was bist du? Du bist 500. 70 Tin. Habe ich noch genug für noch so einen kleinen Maulwurf? Bau mal bitte 2 davon. Ja, eine Kiste da. Ein Dreh. Da, also genau da, wo die meisten Angriffe erwartet werden, baue ich jetzt ein ja. Ist vielleicht nicht ganz so durchdacht, aber das passt schon irgendwie. Nimm mal bitte das da. Beep, beep. 1, 2, 1, go. Und lass mich in Ruhe. Weg, 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 weg. So. Das. Ja.
Die sollen mich gar nicht in Ruhe lassen, diese ganzen kleinen Fremil-Dinger hier. Dafür müsst ihr eigentlich noch mehr bauen. Naja, Ardeit nicht wirklich. Ardeit brauchen wir eigentlich echt nur für die Picke. Bauen wir davon wieder 6 Stück, damit ich bald wieder Zeit raffern kann für mehr Türme. Was ist mit dir? Ah, auch wieder ein bisschen was ertunsten. Warte mal, du könntest inzwischen sogar schon zu einer So-Kiste umgebaut werden. Das ist gut. Die haben... Weg. So. Für die nächsten Folgen. Ich hätte eigentlich ganz gerne irgendein Projekt, was mich jetzt so lange beschäftigt, bis wir die High-End-Sachen haben. Also das mit den Flüssigmetallen wäre eine Idee gewesen. Aber das wäre zu zeitaufwendig und es bringt zu wenig. Gibt es irgendetwas, was ähnlich wäre im größten Maßstab? Ich könnte die Flüssigverarbeitung umbauen, dass sie ins Muster passt. Aber das ist wirklich nur eine optische Sache. Das können wir auch nach ganz weit weg, beziehungsweise nach nirgendwo hinschieben. Verteidigungsanlagen stehen soweit eigentlich. Sie müssen nur weiter ausgebaut werden. Stromversorgung habe ich gerade erst erweitert. Nee. So wirklich was Großartiges fällt mir gerade nicht ein. Also falls ihr eine Idee habt, was ich jetzt machen könnte, bis die Mining Drill MK5 fertig ist und die Laser Combat Shotgun. Weil ab dann rocke ich hier einfach nur noch durch und töte alles und kann nicht zerstört werden. Was ich bis dahin machen könnte, denn wäre jetzt ein recht guter Zeitpunkt dafür, mir das zu sagen. Weil momentan dümpel ich halt immer nur rum, mach mal hier ein bisschen, behebt die Fehler, die ich 10 Folgen vorher gemacht habe und sowas. Aber sowas wirklich Wichtiges tue ich gar nicht. Und ich würde gerne mal wieder etwas Größeres, Wichtigeres machen. Also ja, falls ihr Ideen habt, in die Kommentare damit. Und ich werde nach dieser Folge so 1-2 Tage warten, bis ich genug Kommentare gesammelt habe. Und dann gucke ich mal, was da so alles bei ist. Wobei jetzt, wo ich es gerade sehe, wäre vielleicht ein MK2 Roboport eine schicke Sache. Aber das sind wieder Forschungsdinger. Forschungsdinger kann ich ja nicht zwischendurch machen, weil ich brauche die Forschungszeit ja eigentlich für den Mining Drill 5 und die, ne? Laser Combat Shotgun Tötungsmaschinen Dinger. Was ist, wenn ich jetzt hier noch einen Roboport nebensetze? Warte mal. Roboport. Und noch 2 Roboports, einfach so. Und bapp die mal hier drum in so einem Muster. Die Frage ist nämlich, ob die jetzt so lange warten, bis da frei wird, oder ob es immer wieder eine Abfrage gibt, welcher Roboport ist in der Nähe, wo kann ich mich aufladen? Und das dann immer wieder aktualisiert wird. Nimm mal Roboport. Blub. Wird genutzt, ja. Könnte also ein bisschen helfen, hier zu entlasten. Aber der lädt halt zu langsam, hat auch einen zu kleinen inneren Puffer, denke ich mal. Das heißt, wir müssen eigentlich überall Einser hin. Das sieht sehr abgefahren aus. Also wenn ich hier drumherum auch noch Roboports hätte, würde es bestimmt sehr abgefahren aussehen. Genau, das mache ich jetzt, bis wir in den High-End-Bereich kommen. Ich mache komische Muster mit Roboports, damit die gestrichelten gelben Linien toll aussehen. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Euch fällt bestimmt was Besseres ein. Also bis gleich.